Zu den gefährlichsten Vorkommnissen gehört der Rohrzerspringer. Wie er zustande kommen kann, zeigt dieser Vorfall. Eine Batterie verlegt ihr Feuer vor. Achtladung, Aufschlag, rotes, allein! Der Kanonier machte sofort die Achterladung fertig. Gegen jede Vorschrift ließ er die Teilkartusche 1 in der Kartuschhülse und legte die Sonderkartuschen 7 und 8 darauf. Bei seiner Vernehmung, er ist glücklicherweise mit dem Leben davongekommen, sagte er aus, er habe geglaubt, dass die Teilladung 1 zum Entzünden der Sonderkartuschen 7 und 8 erforderlich sei. Beim ersten Schuss mit 8er Ladung geschah dann das Unglück. Gutes! Feuer bereit! Gutes! Feuer! Sehen wir uns den Vorgang einmal genau an. Wenn jetzt durch irgendwelche besonderen Umstände die vollkräftige Detonation des Geschosses noch im Rohr erfolgt, wie in diesem Fall durch eine zu starke Treibladung, dann haben wir einen Rohrzerspringer. Der Rohrzerspringer ist das gefährlichste Vorkommnis. Er zerstört immer die Waffe und gefährdet die Geschützbedienung. Und so sehen die Folgen eines Rohrzerspringers aus. Unter einem Rohrzerschiller versteht man das einfache Zubruchgehen der Geschosshülle im Rohr. Der Zünder und die Zündladung treten dabei nicht. Die Sprengladung manchmal nur zum Teil in Funktion. Das Geschoss zerschellt also durch äußere Gewalt und nicht durch die gesamte gebundene Energie der Sprengladung. Die Riesenkraft des Sprengstoffes, die beim Rohrzerspringer meistens in voller Aktion tritt, wirkt sich also beim Rohrzerschiller nicht. Oder nur ganz wenig aus. Ein Rohrzerschiller verursacht aber trotzdem so große Beschädigungen im Rohr, dass eine weitere Verwendung des Rohres nicht mehr möglich ist. Aus solchem Rohr verfeuerte Geschosse hätten nicht mehr genügend Drall und so wenig Führung, dass diese Geschosse ihr Ziel verfehlen würden. Die Waffe wird also durch übermäßig starke Streuung wirkungslos. Eine weitere Ursache für Rohrzerscheller, es könnte in diesem Falle auch zu einem Rohrzerspringer kommen, ist das Zurückrutschen des Geschosses auf die Treibladung beim Nehmen der Rohrerhöhung. Schuld an diesem Zurückrutschen ist meistens ungenügendes oder nachlässiges Ansetzen des Geschosses. Das Geschoss muss immer mit dem Ansetzer und so gleichmäßig und kräftig angesetzt werden, dass es mit hörbarem Klang gegen die Züge im Rohr stößt. Das Rohr muss hierzu in Ladestellung gebracht werden. Ein ungenügend angesetztes Geschoss darf nicht verfeuert werden. Bei Frost ist besonderer Wert auf eine gründliche Reinigung der Geschosse und ihrer Führungsringe von Eis und Reif zu legen, weil, wenn diese gründliche Reinigung unterbleibt, ein richtiges Ansetzen des Geschosses nicht möglich ist. Das am Geschoss verbliebene Eis würde im Rohrinnern auftauen und das Geschoss beim Nehmen der Rohrerhöhung auf die Treibladung zurückrutschen. Auch hier wäre ein Rohrzerscheller oder sogar ein Rohrzerspringer die Folge. Nach einer längeren Pause das Feuer wieder eröffnet, so kann sich der Kanonier nicht davon überzeugen, ob etwa durch Feindbeschuss oder sonstige Einwirkungen Fremdkörper in das Rohr geraten sind.
Oder bei starken Niederschlägen kann Wasser in das Rohrinnere eindringen. Sich an der angesetzten Granate ansammeln und im Winter nach Abkühlen des Rohres gefrieren. Ein Rohrzerscheller oder zumindest eine Rohrauftauchung wäre bei Wiederaufnahme des Feuers die Folge. Und noch ein dritter schwerwiegender Grund verbietet es, bei Feuerpausen das Geschoss im Rohr zu lassen. Das Rohr hat sich beim Schießen erhitzt und somit erweitert. Wenn jetzt ein Geschoss eingeführt wird, so wird es in dem geweiteten Rohr weiter nach vorn angesetzt. In der Feuerpause kühlt das Rohr ab. Es verengt sich wieder und übt auf den Führungsring einen ungeheuren Druck aus, sodass Risse im Geschoss entstehen können. Beim Abschuss geht das Geschoss dann zu Bruch und ein Rohrzerscheller ist die Folge. Ein sehr unangenehmes Vorkommnis ist der Frühzerspringer, manchmal auch Bahnzerspringer genannt. Man versteht darunter die vorzeitige, vollkräftige Detonation der Granate auf irgendeinem Punkt ihrer Flugbahn. In den meisten Fällen gefährdet der Frühzerspringer die vor der Feuerstellung befindlichen eigenen Truppen. Zum Beispiel ein Frühzerspringer durch Zünderbeschädigung, durch grobe Behandlung der Munition und durch das Werfen der gefüllten Packgefäße kann die Munition beschädigt werden, da die Zünderspitze ist angeschlagen. Und da haben wir schon die Folge. Ein Zünderspringer. Das beschädigte Abschussplättchen des Zünders wurde zu Beginn des Schossfluges fortgeschleudert. Dadurch liegt der Schlüssel frei und wird dem Winddruck ausgesetzt. Bei der großen Geschwindigkeit der Artilleriegeschosse gibt der Stössel diesem Winddruck nach Aufhebung der Rohrsicherheit nach, sodass die Nadel in das Zündhütchen drückt und den Frühzerspringer verursacht. Hochempfindliche Zünder wie Aufschlagzünder 23, 0,15 müssen mit besonderer Sorgfalt verschossen werden. Um bei Zündern dieser Art einen Frühzerspringer auszulösen, genügt schon das Treffen von großen Regentropfen, Hagel, Zweigen, Telefondrähten und so weiter. Wird zum Beispiel wie hier die Rohrerhöhung verringert und kommen dadurch Bäume in die Flugbahn, so spricht der Zünder, der etwa 1 bis 2 Meter nach Verlassen des Rohres scharf geworden ist, durch seine Empfindlichkeit an. Genau wie der Frühzerspringer hat auch der Blindgänger keinerlei Wirkung auf den Feind. Wir verstehen unter Blindgänger eine am Ziel zwar angekommene, doch unzerlegt gebliebene Granate. Der Blindgänger ist eigentlich nur ein dem Feind entgegengeschleuderter Eisenklotz, der wirkungslos bleibt. Für Blindgänger gibt es verschiedene Ursachen. Blindgänger können auch die Folge von nass gewordenen Zündern sein. Der auf MV gestellte AZ23 UMG 0,15 soll nach dem Aufschlag mit Hilfe einer gepressten Schwarzpulververzögerung und einer Schwarzpulverschlagladung die Zündladung und damit das Geschoss zur Detonation bringen. Das einmal nass gewordene Schwarzpulver brennt nicht mehr ab, auch wenn es nach längerer Lagerung wieder getrocknet sein sollte, da ein Bestandteil des Schwarzpulvers, Salpeter, auskristallisiert ist. Das Geschoss geht ebenfalls blind. Der Kurzschuss gefährdet fast immer die eigene Truppe. Hier zum Beispiel wurde ein Stoßtrupp durch grobe Nachlässigkeit bei der eigenen Artillerie, die die Feuervorbereitung für das Unternehmen schaffen sollte, in unmittelbare Gefahr gebracht.
Feuerstellung wird den ganzen Regen abbekommen. Es fängt an zu regnen. Decken Sie die Munition zu. Konnte der Schuss in die eigene Truppe gehen. Und nur, weil die Kartuschen nicht vorschriftsmäßig abgedeckt waren und das Pulver nass wurde. Und hier ist noch ein anderes, lehrreiches Beispiel für einen Kurzschuss. Dritte Ladung, Aufschlag! Ist das richtig? Zum Feuern! Halt! Nach rechts! Und ab! Fünfte Ladung mit Verzögerung! Rotes allein! Halt! Kartuschdeckel ab, vorzeigen. Sie haben die Teilladung 4 und 5 beim Stellungswechsel vergessen. Wollen Sie Ihren eigenen Kameraden totschießen? Und mit der Munition kann nicht nur zu Kurzschüssen, sondern auch zu Weitschüssen führen. In dieser Kartuschhülse befinden sich alle 5 Teilkartuschen. Und trotzdem müsste der Kanonier, der diese Kartuschen verfeuern will, zu der Überzeugung kommen, dass er die 4. Ladung vor sich hat. Man stelle sich einmal vor, diese Kartusche kommt dem Kartuschkanonier in die Hände, wenn 4. Ladung befohlen ist. Auch wenn er die Kartusche vorschriftsmäßig prüft, wird er den Kartuschdeckel wieder aufsetzen, ohne an der Kartusche etwas zu ändern. Denn er muss annehmen, dass er die 4. Ladung vor sich hat. Die Folge ist ein Weitschuss mit 5. Ladung. Ein schwerer Fehler ist es, Treibladungen in die pralle Sonne zu legen. Das Pulver erwärmt sich dadurch vorzeitig und verbrennt dann beim Abschuss schneller als vorgesehen. Die Folge ist ein höherer Gasdruck und dadurch wird ein Weitschuss verursacht. Dasselbe ist der Fall, wenn Kartuschen im heißen Rohr längere Zeit geladen bleiben. Das Rohr muss daher bei Feuerpausen entladen werden, um Weitschüsse oder sogar Rohrzerspringer zu vermeiden. Je besser die Munition behandelt wird, je fester die Geschosse angesetzt werden, umso seltener treten besondere Vorkommnisse auf. So steigert der Artillerist die Wirkung seiner Waffe.